Willkommen zurück zu Pool Chess. Das wird heute die letzte Folge werden von Pool Chess. Es gibt ja keine anderen Möglichkeiten mehr, außer noch die Schachherausforderung, aber die mache ich auch nicht mehr. Es sind jetzt andere Schachfiguren, es sind Tiere, Parktiere halt. Ja, es sind schön. Die Hintergrundmusik habe ich weggelassen, wegen Urheberrichtlinien da, oder wie es ausgesprochen wird, ich weiß es jetzt gerade nicht. Peinlich. Nee, weil Video 1, also Folge 1 und 3 bis 14, ja, diese, dass ich angeblich so eine Urheberrichtlinien habe. Ja. Deswegen möchte ich jetzt für dieses letzte Video es vermeiden. Okay, klar, ich könnte die Musiktitel löschen, aber das ist dann nicht schön. Denn alle Parts ohne Musik. Und beziehungsweise kann ich auch einen Einspruch erheben, aber dann ist die Chance groß, dass mein Kanal gelöscht werden kann. Gut, jetzt zurück zum Spiel. Wann hat er diesen Aufzug gemacht? Also ich habe vorhin so einen kleinen Testzug gemacht. Um zu gucken, wie es so aussieht mit den Tieren. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht mit denen. Zwei Wölfe, männlich und weiblich. Zwei Hasen als Läufer. Die Eulen als Türme. Die Gänse, sind doch glaube ich Gänse. Ja doch, als Springer und Ratten als Bauer. Blöde Ratten hier. Okay, wieso macht er da frei? Wieso habe ich gerade so merkwürdig geredet? Den dahin machen wir. Nein, da macht er bestimmt den dorthin. Oder sonst irgendwelchen blöden Zug. Ich mach schon mal eine Rochade. Hahaha, ha, ha, sehr lustig. Ich meinst, ich bin so dämlich und lass sie dort. Was? Nee, so ein Zug möchte ich nicht anfangen. Tut mir leid. Auf so einen Müll habe ich keinen Bock. Also Schach macht auch schon jemanden aggressiv. Jetzt macht er wieder die Scheiße. Ehrlich, da sollte er hängen gehen. I'm not a bad guy. Want to see some? Sicherheit geht vor. So, kann ich jetzt eigentlich mal in Ruhe machen? Blödes Handy, lass doch mal deine Kacke da. Was hast du jetzt vor, Han Solo?
Ich hab's gewusst. Gut, dass ich da Rechner nicht aufgedeckt habe, also finde ich auch schade. Könnt ihr denn hier angreifen? Nein. Dann wäre der in Gefahr und der in Gefahr. Könnt ihr denn da lang gehen? Ja. Ah, scheiße, er hat ja noch den Turm, fällt mir gerade ein. Aha. Aber meine geplanten Züge ist eigentlich so, dass ich den da wegnehme. Stimmt, er hat ja noch den Springer. Schade, kann ich nicht mal machen, wie schade auch. War ja auch. Wollte gerade sagen, wieso kann ich den nicht dort machen, aber. Er ist ein Springer. Ist das vielleicht sinnvoll, einen dorthin zu setzen? Okay, bevor ich jetzt irgendeinen Zug mache, ich überlege kurz, was er vorhat. Sonst kommt wieder irgendeine Dummheit raus. Von mir und von ihm. So, also. Oh, wie schön die anzuschauen sind alle. Okay, weiter zum Turnier. Also, er könnte ihn hier hinsetzen. Kann aber noch nichts machen. Könnte allerdings dann mit dem Turm hier angreifen. Könnte was machen. Tja, dann würde ich ihn wahrscheinlich dann angreifen. Und schwupp, ist seiner weg und meiner weg. Dann könnte er ihn hier, den hier an. Ah, nee, warte mal, wenn er. Nee, der ist dann dort. Ja, stimmt, dann habe ich auch noch meinen Springer. Aber irgendeine Dummheit wird er gleich machen. Definitiv. Oder er nimmt seine Dame weg. Das wäre auch sehr möglich. Hä, aber was hat er denn vor? Also, Mann, ich bin nicht richtig ausgeschlafen. Es ist keine Ausrede. Ihr müsst das mir nicht glauben, aber ist durch. Ich wollte auch nicht zu lange pennen.
Ich mache meine Dame erstmal dorthin. Weil ich gerade einen ganz anderen. Etwas ganz anderes vorhabe. Ah, das habe ich mir irgendwie gedacht, dass er vielleicht diesen Zug macht, damit er diesen hier befreit. Wegen den hier angreifen. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir gedacht. Das heißt, wahrscheinlich macht er jetzt dorthin deinen Springer. Ich könnte eventuell den Plan noch ein bisschen vereiteln. Bevor ich jetzt irgendeinen Zug mache, also den dorthin. Warte, wahrscheinlich den. Jag schon den Springer dorthin, dann ja, wären die in Gefahr. Oder er überlegt dann, ob der dann hier angreift, dann ist die Dame in Gefahr. Aber erstmal mache ich diesen Zug. Oder er nimmt jetzt seinen Läufer oder sonst irgendwas. Ja, damit habe ich gerechnet. Dann nehme ich mal meinen. Weg, aber der hat keinen Schutz dort. Kann ihn auch da hinsetzen. Ja, jetzt muss ich die Dame wegnehmen, ne? Kacke, wa? Oh. Aber der hat immer noch keinen Schutz. Ich denn da? Ah, er nimmt jetzt, glaube ich, den Läufer. Mit denen habe ich jetzt gar nicht. Oder er macht so den Zug. Shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, dann ist die Dame halt weg. Komm, nimm sie weg, ist nicht lange zu überlegen. Ja, wissen wir. Feigling. Ah, gut. Ich werde da so verlieren, das steht, das ist confirmed. Das steht schon lange fest. Ja, und die Dummheit, wenn ich den da hinsetze. Die einzige Lösung ist für mich, ihn dorthin zu setzen. Erstmal. Ich möchte auch nicht die Sicht für den Turm. Das wäre dann noch. Jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht dorthin setzen wollte. Ach, Spiel kann mich doch mal einschalten.
Keine Panik auf der Titanic. Ich weiß, jetzt ist der weg. Jetzt kommt irgendein Kackzug. War mir klar. Versuchst einfach mein Dings wegzuklauen. Nee. Kannst du knicken. Oh, habe ich deinen Plan veraltet? Ah, der ist nicht schlecht. Ich muss definitiv mein Dings wegnehmen. Ansonsten ist es matt. Bum bum bum, arregge bum. Sorry. Ah, meinst du, ich bin bescheuert und mach ihn. Greif ihn damit an? Was hast du vor? Ferdinand? Ich denke mal, er hat jetzt so ge... Hä? Das wusstest du, kleiner wilder Stinker. Deswegen habe ich ihn gerade da weggenommen. Weil ich genau wusste, was du vorhast. Aber ich sollte ihn auch nicht mehr zu... nicht sehr in die Ecke drängen. Das ist dein Todes... Strafe pur. Na, los, nimm ihn weg. Komm. Oder du feige Sau, machst diesen Zug. Ich glaube, jetzt hat er vor, jetzt irgendwo da oben Turm oder so zu machen. Was du vorhast. Wenn ich ihn jetzt daher mache, dann ist er matt. Aber hier auf dem offenen Feld ist er auch in Gefahr. Vielleicht sollte ich das mal hier lang streifen, aber nein, das ist denn auch tödlich für ihn. Wenn ich ihn jetzt dahin setze. Ist er gezwungen, denn. Nein, dann ist er tot. Dann ist er tot. Wenn ich ihn jetzt hier hinsetze, holt er seinen Turm, weiß ich, der macht ihn denn dahin. Dann bin ich tot. Okay, noch nicht ganz. Ich könnte ja hier Blockade machen, aber... Achso, ja stimmt. Ich muss den ja wegnehmen. Also mache ich ihn dorthin. Matt? Nein, noch nicht.
Kurz überlegen. Nehme ich ein Opfer oder nehme ich kein Opfer? Das ist jetzt nun hier die Frage. Okay, er könnte dann den Turm dort hinnehmen. Der ist jetzt auch tot. Wenn ich den jetzt einsetze, das ist echt erst recht dumme Purheit. Weil Turm dann hier. Nein. Nein, also der kann da nirgends mal hin. Das heißt, wenn ich den jetzt dorthin mache, nimmt er wahrscheinlich dann einen anderen Turm oder setzt diesen Turm. Okay, doch, eigentlich müsste er den dann opfern. Ah, nein, das geht ja gar nicht. Da ist, zack. Okay, doch, ich mach mal diesen Zug, aber ich glaube, das war auch Dummheit. Ja. Ach ja, stimmt ja. Mann, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin einfach zu müde dafür. Ich wusste doch, dass ich irgendeinen Fehler mache. Ja, tut mir leid, wenn ich nicht verloren habe. Ich bin kein Profi da drin. Mir fehlt auch die Konzentration. Ich habe noch keinen richtigen Überblick dazu. Eigentlich macht mir zurzeit auch schon keinen Spaß. Deswegen mache ich es einfach so schnell wie möglich. Ja, so oder so ist das Let's Play hier vorbei. Weil ich einfach keine Lust mehr habe auf dieses Let's, auf diesen Spiel. Ab einem bestimmten Zeitraum macht mir Schach keinen Spaß mehr. Also, ob ich verliere oder gewinne, das ist mir egal. Bis Logikspiele zum Beispiel, also Allgemeinspiele, machen mir schnell langweilig. Schach ist eins davon. Und weil ich dann noch viele andere Dinge zu tun habe und weil mir auch sehr häufig die Konzentration fehlt, aus bestimmten Gründen, habe ich halt keinen Überblick da drin. Ja, ich bedanke mich, dass ihr trotzdem alle paar zugesehen habt. Dann werden wir uns irgendwann zu einem anderen Let's Play sehen. Vielleicht wieder in so einem Schachspiel. Es gibt halt noch 100.000 andere. Werde ich dann auch spielen. Die meisten werden wahrscheinlich als einmal Let's Play sein. Ansonsten sehen wir uns irgendwann woanders. Bis dann. Ciao.